Nach dem Abendmahl ging Jesus hinaus auf den Ölberg und betete vor seiner Gefangennahme und seinem Leiden. Jesu Leiden und sein Kreuzestod bedenken wir jetzt in der Karfreitagsliturgie, die nun beginnt mit einem schönen Einzug des liturgischen Dienstes. Dieser legt sich als Zeichen der besonderen Verehrung vorne vor der Kommunionbank hin. Die übrigen Gläubigen knien. Nach dem Eröffnungsgebet bildet der Wortgottesdienst den ersten Hauptteil der Liturgie mit den Lesungen der Leidensgeschichte und den großen Fürbitten. Es findet keine Kommunionfeier statt, da wir den Blick stärker auf das Kreuz als das Erlösungszeichen richten wollen. Die Kreuzverehrung des liturgischen Dienstes und aller Gläubigen bildet somit den zweiten Hauptteil. Alle sind eingeladen, zur Kreuzverehrung nach vorne zu gehen und dort eine Kniebeuge oder auch eine Verneigung zu machen. Unsere Trauer und unser Fasten wollen wir dadurch noch stärker zum Ausdruck bringen, dass wir nach dem Abendmahlsgottesdienst bis zur Feier der Auferstehung bewusst auf den Empfang der Kommunion verzichten. Die Karfreitagsliturgie ist der zweite Teil des österlichen Triduums Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht. Sie endet deshalb nur mit einem Gebet und einer Prozession des liturgischen Dienstes zum Heiligen Grab. Sie alle haben dann nach der Liturgie noch die Möglichkeit, dort zum stillen Beten. Für die Leidensgeschichte wurden wieder Faltblätter ausgeteilt, damit auch die Gemeinde mitlesen kann. Jeweils beim V, das für Volk steht, sind alle eingeladen, laut mitzulesen.
was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne, edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen konnten. Er sah nicht so aus, dass wir gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen, die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scheren verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahin gerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat gefallen an den von Krankheit zermalmten. Wenn nun Gott sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen und mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
zweite Lesung aus dem Hebräerbrief möchte uns Zuversicht vermitteln und uns ermuntern, unser Vertrauen auf Jesus, den Urheber alles Guten, zu setzen. Denn dieser Jesus, der Sohn Gottes, ist einer von uns geworden. Er vermittelt als Hohepriester das wahre Leben, das Leid und Tod überwindet. Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem hier versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns alle also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden, aufgrund seiner Gotteshuld. Obwohl er der Sohn war, gab er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes.
auf Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hin auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den er mit seinen Jüngern hineinging. Auch Judas, sein Verräter, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas kam mit einem Trupp und mit Knechten der Hohenpriester und Pharisäer dorthin. Sie trugen Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus wusste alles, was mit ihm geschehen sollte. Er ging hinaus und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, sein Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe es euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also uns, lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hat: Ich lasse keinen von ihnen verloren gehen, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert hatte, zog es, traf den Knecht des Hohenpriesters und schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Knecht ist Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, nicht trinken? Der Trupp, sein Befehlshaber und die Knechte der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Palasthof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da sagte die Magd, die das Tor bewachte, zu Petrus: Du bist doch auch einer von den Jüngern dieses Menschen. Er antwortete: Nein, ich nicht. Die Knechte und Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen da, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus war bei ihnen und wärmte sich. Sie sagten zu ihm: Er leugnete und sagte: Nein, ich nicht. Einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter des Knechtes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus und sogleich krähte ein Hahn. Von Kaiphas führten sie Jesus zu dem Amtssitz des Statthalters. Es war früh am Morgen. Sie selbst betraten das Amtsgebäude nicht, damit sie nicht unrein wurden, sondern das Paschalamm essen konnten. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und sagte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten: Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten: Uns ist es nicht erlaubt. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Amtsgebäude hinein, rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Fragst du das von mir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Denn
eigenes Volk und die hohen Priester haben dich mir ausgerufen. Was hast du getan? Jesus antwortet: Meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Wenn meine Königsherrschaft von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis habe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nach diesen Worten ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn schuldig zu sprechen. Es besteht bei euch der Brauch, dass ich euch zum Paschafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder: Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen und setzten ihn auf sein Haupt. Sie legten ihm einen purpurroten Mantel um, traten zu ihm und sagten: Heil! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, schuldig zu sprechen. Jesus kam heraus. Er trug den Dornenkranz und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Da, seht den Menschen. Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere auf jeden Fall.
jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah
bei ihrem Jünger, den er kannte, sagte er zu seiner Mutter: Braut, dies ist dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Dies ist deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich, weil Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift erfüllt wurde: Ich bin durstig. Es stand dort ein Gefäß mit Essigwasser. Sie steckte einen Schwamm, der damit gefüllt war, auf einen Weinstockzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essigwasser genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Dann neigte er das Haupt und gab ihm Sterbe den Geist. Und sein Zeugnis ist zuverlässig und er weiß,
dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wurde. Keine Knochen an ihm wird man zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathea, der aus Furcht vor den Juden nur heimlich ein Jünger Jesu war, bat darauf Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Und Pilatus erlaubte es. So kam er und nahm den Leichnam ab. Bei dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dort setzten sie Jesus bei, wegen des Rüsttages der Juden, denn das Grab lag in der Nähe. Das ist die Botschaft vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. In den großen Fürbitten bringen wir die Anliegen und Sorgen unserer Zeit in Kirche und Welt vor Gott. Jesus Christus hat sein Leben hingegeben, um Menschen in Leiden und Not stark zu machen aus der Kraft des Glaubens. Lass uns beten. Brüder und Schwestern, für Gottes geliebte Erde, dass unser Herr und Gott Frieden schenke im Leben der Völker, Gerechtigkeit zwischen Armen und Reichen und uns davor bewahre, die Güter der Erde zu zerstören. Du hast das Leben
Lass uns deiner Liebe vertrauen und mit allen Menschen Fahnen und Fragen für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der einen Erde. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Alle, die an Christus glauben und in seinem Namen sich zur Kirche Gottes versammeln. Menschen leben ihnen und den Götzen.
wo Menschen von Angst und Erbitterung getrieben sind. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lass uns beten für alle Menschen, die Macht über andere haben und über das Leben von Menschen und Völkern entscheiden. Kreuzverehrung nach vorne zu kommen.
Körper und die Auferstehung erwarten. Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus unseren vor dem Heiligen Grab. Um 20 Uhr ist eine Andacht vor dem Heiligen Grab, zu der die Kolbingsfamilie alle Gläubigen herzlich einlädt. Um 20.30 Uhr laden wir besonders ein zur Grabmusik unter der Leitung von Frau Annette Müller. Morgen, Karl Samstag, ist ab 8 Uhr bis 15 Uhr Möglichkeit zum Beten vor dem Heiligen Grab. Von 10 Uhr bis 11 Uhr ist Weichgelegenheit, um 11.30 Uhr ist Brandprobe für die Osternacht. Um 21 Uhr laden wir herzlich ein zur Feier der Osternacht mit Speisezählung. Der liturgische Dienst zieht nun in Stille aus zur Grablegung. Das heilige Grab wird geöffnet.